Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Wahlfolge von der Bürgermeisterwahl 2017 aus dem Kurfürstentum Wenzin, meine lieben Freunde. Ja, ihr seht bereits, hier sind drei Gebäude. Ich bin hier mit der Anni. Guten Tag. Guten Tag. Die drei Wahlbewerber waren in den letzten Tagen hier und haben ihre Schmieden in Dämpfbach gebaut und wir haben sie rüber verschoben und alles mögliche. Andere werde ich euch jetzt sagen. Ich stelle jetzt euch die drei Schmieden vor, völlig anonym voneinander. Ich bitte auch die Wahlbewerber, nicht irgendwas in die Kommentare zu schreiben, was ihre Schmieden sind, weil die ersten fünf aus der Community, die einen Kommentar schreiben mit dem Hashtag Wahlen 2017 und dahinter ihren Favoriten, was aus der Zahl 1, 2 oder 3 besteht, nämlich die linke Schmiede ist der Favorit 1, die mittlerste der Favorit 2 und die rechte der Favorit 3. Aus meiner Perspektive jetzt. Ich stelle sie aber gleich vor mit der lieben Anni zusammen. Gut. Ihr habt Zeit für die Abstimmung bis zum Freitag, den 10. März 2017 um 23.59 Uhr. Am Samstag kommt dann ein Informationsvideo zur Auslesung der Wahlzettel. Und da wird dann auch schon ein bisschen was mehr sein. Aber dazu dann später mehr. So, mir stellt hier die Schmieden vor. Gut. Ich fange mal hier drüben an. Bei dieser Schmiede. Favorit. Schmiede Nummer 1. Nummer 1. Die sieht von außen so aus. Wir verhalten uns jetzt auch neutral, weil wir wollen ja hier nicht irgendwo was schlecht oder schön reden, je nachdem. Ach, guck mal, ein Hoppelhase. So. So sieht das Ganze von innen aus hier. Das schön angucken. Und hier ist auch noch der Schmiedeofen und der hat eine Mechanik. Müsste funktionieren. Und da müsste oben das Eisen. Warte mal. Ist jetzt, glaube ich, das ist ja an. Ich plöpp das mal ganz kurz raus und schmeiß das mal hier rein. Zack. Dann müsste der anfangen mit brennen. Ja, da brennt er. Jawohl. Genau. Und das funktioniert einwandfrei und dann kommt das dann hier unten raus als Eisenbahn. So, jetzt. Zack. Und der Eisenbahn landet hier unten drin. So, das war Schmiede Nummer 1 mit einer Mechanik. Schmiede Nummer 2. Ein kleiner Rundgang erstmal. Die hat auch einen Namen. Wilfried Eisenfaust heißt sie. Doppelhäschen guckt mit. Willst du die vorstellen, Anni? Wo soll ich? Ja, kann ich machen. Okay. Okay, dann gehen wir mal hier in die Schmiede. Huch, hier tropft es von der Decke. So, hier ist der anscheinend der Verkaufsbereich. Oder Schmiedebereich, ne? Hier sind die zu verarbeitenden Aufträge oder fertige Aufträge. Hier ist schon gut gefüllt. So, hier hinten ist noch Lager.
Unten den Ofen. Der Ofen im Hintergrund hier. Kommt man sogar dran. Ich glaube, hier oben ist auch noch ein Lager. Wo das Erz dann gelagert wird. Das Erz wird hier gelagert, Eisen und Gold und, ne? Genau. Mal wieder runter. So. Mal jetzt die Treppe hoch, ne? Ah ne, in den Laden. Genau, hier ist der Laden. Hier ist der Laden, genau. Mit den Rüstungen hier. Lederrüstung, Kettenrüstung und Eisen, Gold und Diamant. Na, hier ist die Verkaufstheke. Mhm. Na. Wie geht's dann nach draußen? Da geht's wieder nach draußen und dann gehen wir mal in die obere Etage, ne? Jo. Genau. So, und hier ist ein Wasserbecken und ein Lavabecken. Genau. Hier sind noch ein paar Lagertruhen, wenn ich das nicht täusche. Ich glaube, wir müssen mal schlafen gehen, oder? Ja. Ich leg mich mal hin. Ich mich auch. Huch. Ja. Das war gleich wieder alles abgerissen hier. So, hier ist der Wohnbereich des Schmieds. Ja. Na, hier da eine kleine Küche. Hier ist ein Wohnzimmer mit Kamin, wo sich hinsetzen kann. Hier ist das Schlafgemach. Hier ist das kleine Schlafgemach, genau. Mit Büchern. Und wenn man hier rauf geht, dann kommt man auf die Liegeterrasse. Und da ist der Schornstein. Der Schornstein sieht übrigens so aus da drüben. Mit so Blumentöpfen dort oben drauf. Konnte man jetzt von unten nicht so gut sehen. Können wir ja mal ranzoomen. Genau. So, so sieht das Dach hier drüben aus, bei der dritten Schmiede. Ja. Und dann gehen wir mal wieder runter. Schubs. 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 Oh, hier sind auch Amposanten. Habe ich gar nicht gesehen. Was ist da? Ambosse. Ach, zwei Ambosse. Wie ruckelt's gerade? Na, ne? So. Und hier ist die Schmiede Nummer 3. Nummer 3, genau. Da sieht man hier zwei, drei Rüstungen im Schaufenster. Genau. Na, wenn wir mal rumgehen hier. Genau, rumgehen. Ganz vergessen. So, dann kann man hier reingehen. Na? Genau, hier ist dann der Schmiede. Den Schulterkisten. Hier die Öfen. Schmiedeöfen. Da kommen noch so Lava-Säulen runter. Und hier ist der Ladenbereich. Hier sind die Schaufensterpuppen. Und die Kisten. Genau, wo das alles drin lagert. Genau. Wir können das auch noch mal von oben zeigen, oder? Ja. Fliegen wir mal nach oben. Klappt das? Game Mode 1? Nee, Fly. Ach so, Fly. Dazu musste ich kurz das Chat anstellen. Genau, das ist Schmiede Nummer 1. Ja. Das schaut so aus. Schmiede Nummer 2 so. Ja, ich hab's gerade gesehen, es ruckelt ein bisschen, ne? Ein wenig tut es ruckeln.
die Annie tut sich hier durch die Luft schweben, der wie so eine Rakete. Das ist Spiel Nummer 3 von oben. Ja, wir Elfen haben das ja auch drauf, ne? Durch die Luft schweben. Holala, jetzt hat es mich auch weggezogen. Und hier ist noch ein Glas. Ein indirekter Lichteinfall über die Decke. Und das wird jetzt die drei Schmieden. Genau. So, kannst du nochmal wiederholen? Ihr habt. Wie bitte? Was soll ich? Ich tue jetzt noch was wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Ach so. Jetzt die ersten 5 Stimmen aus der Community können mit den Hashtag Wahlen 2017 und ihren jeweiligen Favoriten abstimmen. Die ersten 5 werden gezählt. Die Wahlbewerber dürfen nicht selber sich wählen und die Wahlbewerber dürfen nicht verraten, was sie gebaut haben. Genau. Zeit habt ihr bis zum Freitag, den 10. März 2017, 23.59 Uhr. Und am Samstag kommt dann die Auswertung dessen. Die Auswertungskriterien liegen dabei auf detaillierte Bauweise. Es sollte nach einer Schmiede aussehen und seine eigene kreative Ader. Die Bewerbungskandidaten hatten 1 Stunde Bauzeit und durften den Kreativmodus benutzen. Das heißt, wir hatten die Wahlbewerber 1 Stunde lang eine Schmiede nach ihren kreativen Köpfchen bauen lassen. Und nach der Stunde haben wir das dann abgenommen. Haben uns aber dazu nicht geäußert. Genau. Wir selbst haben schon abgestimmt, das kann man ja sagen, das bleibt aber noch geheim. Das erfahrt ihr dann am Samstag. Richtig. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Auf die Zuschauer auf Sonnenscheins Kanal auch einen wunderschönen Tag. Und ich glaube, jetzt kommt die Anni noch mit einer kleinen Information. Genau. Der Sonnenschein ist leider momentan erkrankt und es kommt in den nächsten Tagen kein Video von ihm, außer dieses Video wird auf seinem Kanal dann ausgestrahlt. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bye bye. Bye bye. Bis bald.